zu Folge 303 mit Familie Reuss, einem kleinen Umbau. Hier hauptsächlich eigentlich in der oberen Etage von Sophias und Leons Haus oder Wohnung. Ja, denn wir haben ein neues Familienmitglied bekommen, die kleine Amelie ist in der letzten Folge geboren worden und die braucht natürlich ihr eigenes Zimmer. Außerdem ist in der gleichen Folge auch noch der kleine Julian zu einem Schulkind geworden. Das heißt, der geht wahrscheinlich ab morgen in die Schule und braucht natürlich auch ein für sein Alter entsprechendes Zimmer. Und deswegen sind hier auch ein paar andere Umbauarbeiten notwendig. Wie ihr jetzt sehen könnt, werde ich oder verschiebe ich den Schreibtisch, der ursprünglich im Arbeitszimmer war für Leon, den verschiebe ich ins Schlafzimmer, denn dieses Arbeitszimmer wird jetzt zu einem Kinderzimmer. Und ja, aber wir brauchen aber natürlich immer noch einen Arbeitsraum für den guten Leon, dass er da an seinen schriftstellerischen Sachen arbeiten kann. Und deswegen habe ich ein bisschen überlegt, wie ich das alles so hinpacke. Ich wollte natürlich eigentlich alle Sachen erhalten und habe deswegen ein bisschen geschaut und rumprobiert. Ja, ich liebe eigentlich diese Beistelltische. Ich habe leider noch nicht ausprobiert, ob die alle funktionieren. Kann ja sein, dass man irgendwie bei der Seite an der Wand nicht richtig reinkommt ins Bett. Oder dass der Schrank nicht ganz benutzbar ist. Das müssen wir irgendwie noch ein bisschen ausprobieren. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Habe auch, wie gesagt, die nächste Folge dann noch nicht aufgenommen. Da werde ich erstmal schauen. Und ja. Ja, ich hatte euch ja gefragt, ob ich das in Echtzeit oder in ein bisschen schneller machen soll. Und viele haben gesagt, normale Zeit. Einige haben aber auch gesagt, nicht. Deswegen habe ich so ein bisschen versucht, einen kleinen Kompromiss zu finden. Ich habe es jetzt in der doppelten Geschwindigkeit gemacht. Ich habe etwa 45 Minuten gebraucht und jetzt sind es halt nur noch so knapp 20 oder gut 20 Minuten. Und ich denke mal, das ist ein ganz guter Kompromiss. Es ist nicht zu lang, es ist aber auch nicht zu schnell. Ja, wie gesagt, ungefähr 20 Minuten und dann kommt nachher noch das Umstyling, was nochmal etwa 15 Minuten dauert. Ihr seht ja, es ist eine einigermaßen normale Folgenlänge mit 37 Minuten. Ich denke mal, das ist in Ordnung und ja, wie immer, ihr könnt natürlich vorspulen, wenn ihr irgendwas nicht so interessant findet. Ich mache allerdings keinen Rundgang am Ende, denn ja, wir sehen ja die Räume in meinem Let's Play. Ich denke mal, das passt so, das haut so hin. Ja, und ich habe mich so mit den Bildern war das irgendwie ein bisschen komisch, denn ich wollte ja die Wand irgendwie erhalten, aber die haben nicht alle hingepasst und ich wollte Sophias und Leons Bild irgendwie extra machen, aber das sah irgendwie auch so verloren aus da, so einzeln in der Ecke. Ich weiß nicht, das sah irgendwie komisch aus. Ja, dann habe ich hier noch ein paar schöne Vorhänge hingemacht. An der Seite mit dieser Wand da, wo das ja so... Ja, dieses Eckding da halt, ihr wisst schon, mit den ganzen Fenstern, ich weiß nicht, wie man das nennt, da wollte ich halt keine Fenster hinmachen, keine Vorhänge hinmachen, weil das würde irgendwie total komisch aussehen und die Fenster verbergen und so. Deswegen habe ich das freigelassen, aber an der Seite hat das ganz gut hingepasst. Ja, und einer meiner größten Fehler war es, diesen wunderschönen roten, runden Teppich zu entfernen, wie ihr gerade eventuell gesehen habt, weil ich den irgendwie an so vielen Stellen haben wollte und dann immer so dachte, so, boah, warum hast du den gelöscht? Und am Ende habe ich ihn nochmal hinzugefügt. Das war so irgendwie so, warum habe ich den am Anfang gelöscht? Das war so eine dumme Idee. Ja, natürlich nutze ich weiter ganz viele Store-Objekte. Ich weiß, dass es euch oft stört, wenn ich viele Store-Objekte nutze, aber ich habe die ja alle gekauft. Es hat alles Geld gekostet und deswegen nutze ich die Sachen auch wirklich gern, denn ich habe gern dafür Geld ausgegeben, weil die Sachen wirklich sehr, sehr schön sind und deswegen nutze ich sie gern. Und wenn ich Häuser speziell für Leute oder speziell für euch baue, dann mache ich das natürlich auch weniger. Also dann nutze ich natürlich auch weniger Store-Objekte oder vielleicht auch gar keine. Aber wenn ich die halt für mich baue, dafür, dass ich darin spiele in dem Haus, dann nutze ich Store-Objekte halt bis zum Abwinken, weil die einfach geil sind. Nur so für euch zur Info. Ja, hier habe ich erst überlegt, wie ich das machen möchte, weil ja man ja quasi durch diesen Raum durchgehen muss, was ein Kinderzimmer ist, um dann hochzukommen zum Sportraum, also zu diesem kleinen Fitnessraum und aber auch zur Dachterrasse. Aber ich dachte mir so, ja, okay, es ist ein Kind, das muss damit leben. Das habe ich jetzt einfach mal nicht geändert. Ja, und ich habe mich dafür entschieden, dass dieses Zimmer, was ein Kästchen größer ist, glaube ich, als das andere, dass das Julians neues Zimmer wird. Dass er quasi halt einfach hier einzieht und er seine neuen Sachen als
seine neuen Schulsachen bekommt und so weiter. Und dass die kleine Amelie halt einfach quasi das Kleinkinderzimmer behält, wo ja schon die ganzen Sachen sind, nur noch ein paar Ergänzungen quasi kriegt, das werdet ihr alles sehen. Also ich habe das schon so ein bisschen im Stil gehalten, ja, dass ich halt einfach Sachen quasi wiederverwertet habe. Also dass ich nicht alles komplett neu eingerichtet habe, sondern wirklich Sachen aus dem alten Zimmer erhalten habe. Vielleicht mal irgendwas umgestrichen habe oder so, aber dass es wirklich doch so aussieht, dass man nicht alles komplett neu kauft und den Rest wegschmeißt, sondern halt einfach Sachen erhält, über die Generation weitervererbt und weiterverarbeitet. Weil das finde ich eigentlich einen ganz schönen Stil, das macht das Ganze realistisch. Ja, und hier sind wir jetzt in Julians neuem Zimmer, wo er natürlich ein ordentliches Bett bekommt und einen Schreibtisch mit diesem wunderschönen, süßen Hundestuhl, weil der liebe Julian ist ja ein Hundefreund. Deswegen, ja, habe ich das natürlich ein bisschen versucht, für sein Zimmer anzupassen. Er ist zum einen ja ein Hundefreund und zum anderen eine kleine Wasserratte. Und diese beiden Eigenschaften oder Vorlieben spiegeln sich auf jeden Fall auch in diesem Zimmer wieder. Ja, und ich weiß auch nicht genau, ob dieser kleine Beistelltisch neben dem Bett so funktioniert. Das müssen wir alles noch testen. Habe ich noch nicht gemacht. Ist aber auch nicht so schlimm, das dann noch ein bisschen abzuändern. Ja, auf jeden Fall finde ich die Schreibtischecke eigentlich gar nicht mal so schlecht. Direkt am Fenster, direkt neben dem Bett und so. Finde ich eigentlich ganz schön. Mit den ganzen Details. Also der Schreibtisch ist echt cool. Da passen. Also den kann man echt gut dekorieren. Das ist ja. Schreibtische sind so unterschiedlich. Bei den einen kannst du halt nur, also maximal einen Laptop und eine Lampe draufstellen. Manchmal nicht mal die Lampe. Und bei anderen Sachen kannst du halt so viel anderes draufstellen. Das finde ich echt schön. Deswegen, der ist echt cool zum Dekorieren. Da passen halt zum Beispiel diese Bücher, haben ja richtig gut in die Ecke hingepasst. Ja, und wie gesagt, die Bücherregale habe ich erhalten, habe aber einige davon unnutzbar gemacht, weil, ja, also die sind ja quasi nur dekorativ, beziehungsweise einfach nur Auffangraum für die Bücher. Im echten Leben könnte man die trotzdem benutzen, obwohl da Sachen davor stehen. Aber ja. Bei Sims halt nicht und das ist aber auch nicht so wichtig, weil wie oft lesen unsere Sims denn schon Bücher und meistens haben sie sie dann noch im Inventar. Ja, natürlich fehlen ein paar kindgerechte Sachen und diese Box aus Supernatural, die ist so schön. Die hat so schön liebevoll gestaltete Motive da. Da war ich echt begeistert von, deswegen wollte ich die unbedingt nehmen. Kommt dann später noch eigentlich in Amelies Zimmer, aber ich wollte die auf jeden Fall benutzen. Weil dann habe ich später so bemerkt, so eigentlich hat Julian ja schon eine schöne Box für sich. Aber erstmal habe ich die genommen. Ja, und ich fand es eigentlich ganz entspannt, das jetzt nicht mit Kommentieren zu machen. Das hätte ich wahrscheinlich noch länger gebraucht. Seine schöne Deko an der Wand hat er auf jeden Fall behalten. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Seine Bordüre. Ja, ich glaube, Bordüre heißt das. Und die Wand, die vorher grau war, haben wir gelb überstrichen. Ja, einfach damit er wieder sein schönes Flair hat. Natürlich habe ich sein Zimmer nicht nur blau gestaltet, genauso wenig wie ich Amelies Zimmer nur pink gestaltet habe, denn sowas mache ich nicht. Kleine Kinder, finde ich, sollten nicht in solche Stereotypen reingeworfen werden. Selbst wenn das ihre Lieblingsfarbe ist, heißt das ja nicht, dass sie deswegen nur ein blaues Zimmer oder nur ein rosa Zimmer haben müssen. Ich gestalte meine Kinderzimmer immer bunt. Ich finde, es ist auch allgemein. Also, sollte ich jemals in meinem Leben Kinder haben, würde ich das auch so machen. Ich würde ein Kinderzimmer immer bunt gestalten, weil das ist genau das, was sie dann erleben sollen, halt, dass die Welt bunt und fröhlich ist und nicht eintönig und einfarbig. Ja, deswegen gestalte ich allgemein die Häuser immer bunt, weil bunt ist einfach viel schöner als wenige Farben. Ja, und dann kommt hier noch auf jeden Fall eine Kommode hin für Julians Sachen, die ein bisschen kleiner ist. Erstens, weil die da perfekt hinpasst und zweitens, weil er auch nicht so viele Klamotten hat als kleiner Junge. Und dann noch ein paar Spielkisten, also auch eine Kostümtruhe und ein bisschen maritimen Kram. Ja, ich habe eine Meerjungfrau dahin gehängt und das wirkt vielleicht ein wenig feminin, aber niemand sagt, dass man nicht Ariel die Meerjungfrau hinhängen kann. Und genauso habe ich sie auch gestaltet. Ich weiß nicht genau, ob das. Ich glaube, ihre Muschelschalen waren auch so violett. Ich war mir nicht ganz sicher. Ich habe sie auf jeden Fall ungefähr so gelassen. Kann auch sein, dass sie irgendwie eine blaue Schwanzflosse hat. Ich weiß das leider nicht. Ich habe Ariel ewig nicht gesehen. Auf jeden Fall dachte ich mir so, vielleicht mag er das. Das ist ja von Disney. Vielleicht mag er Ariel die Meerjungfrau, diesen Film oder die Geschichte. Und
Ja, er ist halt einfach ein kleines Kind. Ich meine, er kann ja auch Frauenbildnisse in seinem Raum haben. Und das muss ja auch nicht Negatives sein. Man kann als kleiner Junge Frauenbildnisse in seinem Haus, in seinem Raum haben, ohne deswegen gleich komisch zu sein. Also ohne deswegen gleich wie ein Mädchen zu wirken oder anderweitig. Also ja, also ich finde, das ist kein Problem. Und er hat irgendwie einen kleinen Ritterbärchen, ein kleines Ritterbärchen da stehen, einfach weil er es kann. Ich weiß nicht, ich finde, bei Kindern muss es nicht immer alles einen Grund haben. Bei Kindern kann man irgendwie, oder Kinder können in ihrem Raum haben, was sie möchten. Die sind halt Kinder und da mischt sich alles wild durcheinander und da gibt es jetzt kein unbedingt definiertes Thema, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich finde natürlich schon, dass so ein kleines Thema er quasi verdient hat. So ein bisschen sein maritimes Wasserthema. Aber ansonsten, weiß ich nicht, kann er da ruhig alles schön bunt gemixt haben. Ich meine, er hat doch dieses komische Alien-Skelett-Dingens für seine Stifte da rumstehen. Das ist auch nicht unbedingt maritim. Liegt aber vielleicht auch daran, dass Sims nicht so viele Möglichkeiten hat. Ja, dann habe ich dieses süße Muster für die Lampe entdeckt, mit den kleinen Kraken. War knuffig. Ja, bin dann quasi jetzt erstmal nur noch am Einfärben. Und ich finde, das Zimmer ist am Ende echt süß geworden. Also, es hat doch schon ein bisschen was Erwachseneres, kann man schon sagen. Es ist doch schon eher ein bisschen aufgeräumter. Ich habe dann versucht, noch ein bisschen Unordnung reinzubringen. Auch später, als ich dann Amelies Zimmer gemacht habe, ist mir dann aufgefallen, die ganzen Kuscheltiere müssen dann noch rein. Ich find es auch immer wichtig, dass der Kleine oder dass die Schulkinder immer noch Kinder sind und nicht schon so einen auf möchte gern Macho und Teenager machen, sondern dass sie halt ihre Spielzeuge haben und mit denen noch spielen, mit den Teddys und allem. Und nicht schon irgendwie Mädchen anmachen oder so. Dafür haben sie noch genug Zeit, wenn sie Teenager sind. Ja, ich weiß nicht. Das wird irgendwie teilweise eigenartig, was ich hier. Also in letzter Zeit labe ich komische Sachen während meiner Videos. Ich werde irgendwie komisch. Naja, ich mag dieses Krakenbild. Das ist knuffig. Ja, wie gesagt, also ich habe mit Gelb gearbeitet, ich habe mit Blau, mit Grün, mit Rot jetzt nicht so sehr. Aber zum Beispiel jetzt auch die Punkte auf der Bettwäsche sind auch rot. Also ich habe im Prinzip arbeite ich alle Farben ein. Denn bunt ist diese Wiese. Immer noch. Ja, und hier habe ich erst hab ich irgendwie umgestaltet. Ich weiß gar nicht mehr in was. Zu irgendwas. Dann später habe ich aber die andere geholt. Ich habe zum Beispiel auch die Lampen. Die Lampen habe ich erhalten quasi, also dass ich die einfach nur getauscht habe. Denn hier war ja früher das Arbeitszimmer, da war ja die rote Lampe. Und Julian hatte diese schöne blaue Lampe und die habe ich halt einfach quasi nur umgehängt. Dass quasi halt einfach die Anschlüsse erhalten blieben, nur man halt die Lampenschirme getauscht hat. Das ist ja auch völlig legitim. Also ihr seht schon, ich spiele dieses Spiel aus Realismus. Ich weiß auch nicht warum. Aus Realismusgründen. Ich versuche das alles immer realistisch zu halten. Und das gerade bei so einem Spiel wie Sims. Ich weiß auch nicht warum. Es macht mir einfach Spaß, diesen Realismus auszuleben. Ich weiß nicht warum. Das ist lustig. Ein schöner gelber Teppich, der so ein bisschen die Wandfarbe aufgreift. Ja, dann war es das, glaube ich, auch schon so ziemlich für das Zimmer. Außer so ein paar der Kuscheltiere kommt da, glaube ich, nicht mehr viel rein. Ja, und bei Amelies Zimmer. Ich habe dann auch angefangen, die ersten Sachen ins Familieninventar zu packen, statt sie gleich zu löschen. Zum Beispiel, wenn Maya und Mika vielleicht auch ihr Kind bekommen, dann könnten die vielleicht auch ein paar von den Möbeln noch gebrauchen. Ist halt einfach gut, das nicht alles sofort wegzuschmeißen. Ja, ich wollte natürlich auch die Sachen nicht alle voreinander legen. Wir müssen auch gucken, ob die Leiter noch begehbar ist, wenn hier die ganzen Kisten davor sind. Ob der Schrank noch nutzbar ist, weil die kleine Ente da drunter liegt und solche Sachen. Ich hab einfach mal dekoriert und gucke im Nachhinein, ob es irgendwie überhaupt funktioniert. Amelie hat so ein richtig süßes kleines Kinderbett bekommen. Ja, natürlich habe ich auch ein bisschen auf Rosa geachtet, aber ich habe natürlich auch alle möglichen anderen Farben verwendet. Bei ihr habe ich den kleinen Panda-Bären genommen, der einfach süß ist. Ich habe so ein bisschen das. Ich habe hauptsächlich, glaube ich, Grün mit Rosa kombiniert. Also ich habe viel Grün mit eingearbeitet in diesen Raum, so ein bisschen als Kontrastfarbe. Ja, aber natürlich auch viel das Rosa mit verwendet.
Denn ja, wenn es ihre Lieblingsfarbe ist, dann darf sie natürlich das auch haben. Ist ja nicht so, als würden wir rosa verachten. Ich mag einfach die Farbe nur nicht. Ich finde sie halt einfach nicht hübsch. Also ja, es ist einfach nicht meine Farbe. Deswegen benutze ich sie halt einfach ungern. Vor allem auch in Kinderzimmern. Also allgemein halt einfach nicht. Also weder in Kinderzimmern noch irgendwo anders. Ich benutze die Farbe halt einfach ungern. Ja, genau. Dann habe ich nochmal die Kisten getauscht, wie schon erwähnt. Und nochmal geschaut. Ich habe hier viele Sachen erhalten, weil ich meine, sie ist ein kleines Kind. Es geht ja hier hauptsächlich darum, die Fähigkeiten zu erlernen und sich um das Kind gut zu kümmern. Das heißt, der Wickeltisch ist erhalten geblieben. Der kleine Laufstall ist erhalten geblieben, damit sie dann da drin spielen kann und ja, da quasi das Sprechen lernen kann und so, was man halt so lernt. Sie hat eine schöne kleine Kommode bekommen, wo quasi so ein paar Spielsachen und sowas drin sind, einfach weil das süß aussieht und weil das hier reinpasst in den Raum. Ja, ich habe versucht, ein bisschen ein paar Sachen reinzupacken. Müssen wir auch da mal gucken, wie gut das alles benutzbar ist, ob da überhaupt noch Platz ist, damit man zum Beispiel Amelie absetzen kann oder so. Wenn nicht, muss ich mich halt von ein, zwei Sachen verabschieden. Die kann man ja zur Not auch später hinstellen. Wenn sie das eine gelernt hat, kann man das andere dann hinstellen und so. Das sollte ja kein Problem sein. Hier die Kommode haben wir quasi rosa überstrichen, das Holz. Das ist ja das, wovon ich gerade geredet habe, dass das halt so ein bisschen. Ja, so ein bisschen realistisch, so von wegen, man malt irgendwas neu an und so. Die Kommode ist eher ein bisschen neutral gehalten. Ja, ansonsten, die beiden Sachen habe ich, wie gesagt, einfach so erhalten, weil die sind halt bunt und schön und süß. Die Bordüre habe ich neu gemacht. Diese Schiffe passen ja auch nicht mehr ganz zu ihr. Oder passen halt zu ihr einfach nicht so besonders. Und deswegen habe ich da was anderes gesucht. Etwas, das nicht zu kitschig ist. Deswegen habe ich mich für diese kleinen, ich glaube, das sind Ginkgo-Blätter. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, so sieht Ginkgo aus. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ja, und dann hier ein schönes Muster. Ich wollte halt ein schönes Muster an die Wand haben. Habe erstmal geschaut, irgendwas Süßes, Passendes für sie. Ja, aber ich hätte so gern mal in diesem Spiel einfach was so mehr nach Tapete aussieht, halt ein größeres Motiv einfach. Und zwar nicht nur dieses Schloss und dieses Weltraumding oder die Welle, sondern halt, ja, irgendwas anderes, noch so ein paar andere Motive einfach. Dann habe ich überlegt und habe mich dann für die Sterne entschieden, weil die irgendwie einfach ganz süß waren und einfach nur so, ja, quasi, ich habe dann auch dafür gesagt, also, die Hintergrundfarbe ist dann dieses Gelb geworden, dasselbe Gelb, was eigentlich vorher schon da war. So als hätte man die Wand da belassen, also als hätte man die einfach so gelassen und hätte dann einfach so wie so ein paar Stempel gekauft und verschiedene Farben und hätte da einfach so kleine Stempel überall drauf geklebt. Also als hätte man da so einfach diese Wand süß dekoriert mit ganz vielen kleinen Stempeln. Das war das, was ich mir jetzt dazu gedacht habe. Einfach so bunt gestaltet die Wand. Dass sie halt nicht einfach nur gelb ist, sondern gelb mit bunten Stempeln. Yay! Das war jetzt so mein Sinn dahinter. Ich weiß auch nicht. Ja, dann habe ich über Teddybären überlegt. Ich dachte mir auch so, dass Mika und Maya ja mit diesem Spielzeugdingens noch ein paar Sachen für die Kleine gestalten können. Ah ja, und ich habe die Babyspielmatte vergessen hinzulegen. Die könnte man natürlich auch noch mit hinpacken. Da könnte man die Kleine mal reinlegen. Das haben wir ja bei Julian auch schon mal gemacht. Ja, und ich dachte mir so, dieses Einhornbild, ne? Super kitschig. Und eigentlich hat das Sophia hingehängt, weil sie Einhörner mag. Wir wissen ja, sie liebt Einhörner. Und deswegen hat sie einfach Amelie dieses süße, oberkitschige Einhornbild reingehängt ins Zimmer. Ist jetzt nicht so, als müsste man das jetzt oberkitschig haben, sondern einfach so, bei Sophia hat es nicht reingepasst. Und außerdem, ja, das ist doch ein Kinderbild. Und deswegen hat sie es bei Amelie reingehängt. Quasi so in dem Sinn. Ich denke mal, Amelie wird das dann auch behalten. Und das wird die gute Sophia freuen. Vielleicht wird sie auch ein kleiner Einhorn-Fan. Mal schauen. Von ihrer Mutter geprägt, so ein bisschen. Ich glaube, Sophia hatte ja auch schon von Anfang an so ein Plüsch-Einhorn in ihrem Zimmer immer und so. ja. So ein bisschen geprägt von ihrer Mutter. Ja, dann kommen hier noch so ein paar süße Vögelchen an die Wand. Letzte Dekoration quasi. Und ja, wie gesagt, noch ein paar Plüschtiere fehlen auf jeden Fall.
Aber wie gesagt, da kommen auch noch ein paar dazu. Da werden vielleicht noch ein paar Plüschtiere geschenkt, also gekauft und verschenkt an die Kleinen. Dieser süße Affe über dem Bett, ich finde den so cool. So total unzusammenhängend, da hängt einfach mal ein Affe. Ja, und so kleiner süßer Dino. Ich wollte halt nicht irgendwie. Ja, also ich versuche manchmal auch so ein bisschen gegen den Stereotyp zu arbeiten, dass ich halt extra nicht die ganzen super plüschigen Sachen bei den Mädchenzimmern reintue, weil ich die halt, ja, um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch der falsche Weg, das so ein bisschen stiefmütterlich zu behandeln, sondern einfach, ja, das gleichgültig zu behandeln wie alles, aber keine Ahnung. Ja, das war's dann auch schon so fast. Hier habe ich, wie gesagt, dann den schönen kleinen roten Teppich wieder eingesetzt, den ich vorher fälschlicherweise gelöscht habe. Ich glaube, das war's jetzt auch schon so ziemlich mit den beiden Räumen. Ja. Ach so, nein, stimmt. Ah, jetzt, ich erinnere mich. Ich wollte unbedingt noch was haben für die Trophäen, die Sophia bisher erlangt hat. Die waren ja bisher einfach nur in ihrem Inventar und ich hätte die so gern auf dieses Regal da gesetzt. Die wären ja so perfekt gewesen, aber die passen nirgendwo hin. Die kannst du nirgendwo draufpacken. Und das ist so schade. Und deswegen habe ich diese kleinen Podeste genommen, die es mit Reiseabenteuer gab. Diese kleinen hübschen Podeste. Es gibt natürlich auch noch viele andere, aber die fand ich waren am dezentesten. Und habe die da halt einfach drauf gepackt. Einfach damit ich einen Ort habe dafür. Weil das ist so schade, dass die immer in Sophias Inventar vergammeln müssen. Dann habt ihr einfach an ein paar Orte gesetzt, wo sie hinpassen würden. Zum Beispiel halt eben hier neben dem Kamin. Da sieht das eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und dann einen noch hier oben bei Sophia hin. Dass man das auch da ein bisschen sehen kann. Ja. Dass wir die einfach auch mal platziert haben. Ja, aber wenn ich die dann platziert habe, dann war es das auch erstmal mit dem Umstyling. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bin gespannt, was wir da so Schönes machen werden. Wenn ihr erstmal quasi die Kinderzimmer einweihen. Und ja, aber jetzt gleich werden wir erstmal noch ein paar Spielzeuge platziert. Ich weiß nicht genau, wann das jetzt endet und in Julians Teil übergeht. Werden wir erstmal noch ein paar Spielzeuge platzieren und danach seht ihr nochmal das Umstyling vom kleinen Julian. Und ja. So, und jetzt stylen wir noch den kleinen Julian um, der nun gar nicht mehr so klein ist. Und das mache ich einfach mal in normaler Zeit. Ja, er hatte ja süße kleine Locken. Ich will aber auch keinen zweiten Jamie aus ihm machen. Also ich möchte ihm nicht so eine total krasse Frisur. Ich glaube, das war Jamies Frisur später, oder? Ich mag die Frisur ja richtig gern irgendwie. Ich finde, sie sieht aber mit hellen Haaren nicht so toll aus. Deswegen werde ich die wahrscheinlich auch nicht nehmen. Haben wir hier noch irgendwas Tolles? Die ist irgendwie süß. Ist aber alles nicht ganz so das Richtige. Aber ich habe, glaube ich, noch gar nicht eingestellt beim Master Controller, dass hier alles nur einmal angezeigt wird, oder? Sonst hätte ich das nämlich jetzt eben bei den Frisuren gehabt. Ist bei Kindern aber auch nicht so schlimm. Dann werde ich das aber gleich mal umstellen. Ah, Julian, was willst du denn für eine Frisur haben? Ich weiß es gar nicht. Welche zu ihm passen würde. Ich würde ja eigentlich sagen die, aber dafür hat er halt zu helle Haare. Also. Ich finde, mit hellen Haaren sieht das komisch aus, weil das hier jetzt so viele Schatten wirft und so. Mit dunklen Haaren sieht die richtig gut aus. Aber nicht mit seiner Haarfarbe. Dann wird es wohl eine andere Frisur. Wenn er ist Teenager, hat er dann ja natürlich noch mehr Auswahl, noch schönere Frisuren. Würde ich sagen, gehen wir erstmal damit. Oder nehmen wir erstmal das. Ich finde ja, seine Hautart, also von diesen verschiedenen Custom-Hauttönen, finde ich es ganz schön. Ich mag das immer, dass bei diesen Custom-Hauttönen die Lippen ein bisschen realistischer aussehen. Bei Sims sehen die immer total bescheiden aus, finde ich. Ja, Make-up brauchen wir natürlich nicht, aber ein bisschen angenehmere Kleidung hier. Keine pinken Cowboy-Stiefel mit Blümchen.
sondern schon ein bisschen was Ordentliches. Ich würde sagen, wir belassen es erstmal bei nur Sommerkleidung und machen den Rest dann später, sollte er noch bis zum Winter kommen, was aber ziemlich wahrscheinlich ist, weil die sind ja ein bisschen länger ihr Alter beibehalten. So, was geben wir ihm denn Schönes? Haben wir eigentlich irgendwas, irgendein Volloutfit oder so? Irgendwas Gutes, was keine Verkleidung ist? Oh, da haben wir doch ein paar Sachen eigentlich sogar. Aber ich glaube, die passen alle nicht so richtig. Hier ein paar Feenflügel. Okay, verschiedene Stile. Ist aber alles nicht so das Richtige. Das sieht cool aus. Oh, das muss ich das nächste Mal benutzen. Das wird sein Winteroutfit. Das weiß ich jetzt schon. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Aber das sieht echt... Ah, das sieht schon richtig cool aus. Nee, suchen wir erstmal nach was für den Sommer. Solche Hosen. Oder die. Nee, ich finde die mit den Tatzen. Unser kleiner Julian ist auch ein kleiner Hundefreund. Okay, da ist ein Löwe drauf, aber egal. Ja, nehmen wir die und dazu noch ein schönes Oberteil. Oh, das ist voll süß, aber das ist nur was für den Strand. Das kann er ja nicht normal tragen. Was haben wir denn sonst noch so? Weiß nicht. Was? Jetzt eher weniger. Dann nehmen wir hier lieber sowas mit Fischis. Unser kleiner Hunde- und Wasserfreund Julian. Das ist eine sehr interessante Kombination. Naja gut, er mag wahrscheinlich dann Hunde, die gern schwimmen. Das wäre voll süß. Also wir sollten uns echt einen Hund mal für die Familie beschaffen demnächst. Und das ist dann auch einer, der gern schwimmen geht. Und mit dem geht dann Julian gern ins Wasser. Und da lebt da irgendwelche schönen Tage. Es sieht aus wie, das sehen aus wie Bienenfische. So wie ein Mix aus Biene und Fisch. Voll süß irgendwie. Ja, die Hosen können so bleiben. Und dann machen wir hier noch schöne Sandalen dazu. Ja, mein Baby bleibt so. Und dann den Rest der Kleidung. Also ich finde eigentlich bei Kindern fast nur die Alltagskleidung wichtig. Ich meine, okay, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, was du da bisher anhast, mein Guter. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich denke mal, wir nehmen eine andere Hose. Aber das Oberteil können wir eigentlich lassen. Das sieht irgendwie süß aus. So ein Möchtegern-Büro-Mann. Das ist irgendwie knuffig, ja. Das lassen wir. Lassen wir auch gleich genauso, wie es ist. Ich finde das süß. Und dann hier noch ein paar dunkelgraue Schuhe oder hellschwarz, je nachdem, wie man es nennen möchte. Hellschwarz ist auch eine der tollsten Erfindungen. Jo, haben wir hier dann einen süßen Schlafanzug für dich? Irgendwie eher weniger, ne? Wir haben den und dann war es das eigentlich schon fast. Ich dachte, ich hätte ein paar mehr Schlafanzüge für Jungs. Aber scheinbar nicht. Sieht albern aus. Dann lieber hier den Komplettanzug. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob ich ihn ohne Schuhe, ohne Socken... Komm, wir geben dir Socken. Wenn ich das dann kann. Ja, doch. Ein paar weiße Söckchen dazu. Oder wir machen ein paar bunte Söckchen. Ja, ich mache sowas gern. Ein bisschen detaillierter. Verzeiht mir, falls ihr das langweilig findet. Aber ich dachte, ich mache das so ein bisschen im Mix. Um allen ein bisschen gerecht zu werden. Weil das ja nicht ganz so eindeutig war. So. Ich dachte mir jetzt, wir machen so schöne. Entweder gestreifte oder gepunktete Socken. Irgend so was Süßes halt einfach. Ja, gepunktet ist, glaube ich, nicht so mein Fall. Dann machen wir, glaube ich, lieber ein bisschen. Süße gestreifte Söckchen. Ja, die sind cool. Aber mit in die Mitte.
Richtig schöne Limettensocken. Richtig gut. So. Dann zum Sport. Ich würde ja auch nicht unbedingt sagen, dass Julian unsportlich ist. Ah, Julian kann im Endeffekt alles. Er ist alles und er kann alles. Das ist eigentlich quasi der Sinn dahinter. Sorry, dass ihr das Flugzeug hört, wenn ihr es hört. Ich habe mir einfach mal erlaubt, das Fenster aufzulassen für die paar Minuten, weil es hier sonst zu warm ist. Und deswegen hört ihr wahrscheinlich ein Flugzeug. Also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil es fliegt gerade wieder weg, aber so zur Info. Und wenn ihr es nicht gehört habt, dann, so habe ich gesagt, hier ist gerade ein Flugzeug vorbeigeflogen. Das ist voll der Wahnsinn. Also es ist nicht direkt hier vorbeigeflogen, also ich habe es nicht gesehen, weil es ist so ein paar Kilometer in der Luft. Aber es ist hier irgendwo, also es ist hier in hörbarer Nähe gewesen und das ist bei Flugzeugen schon eine ganz schöne Entfernung, die hörbare Nähe. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da jetzt so viel drüber rede, ich weiß halt gar nicht, was ich sonst erzählen soll. Er hat halt ein lilanes Oberteil fürs Sportoutfit, einfach mal zur Abwechslung, man muss ja nicht immer nur blau und grün tragen. Aber damit er ein bisschen eine spannende Garderobe hat, mache ich hier verschiedenste Sachen. Zum Beispiel irgendwas Tolles als Badehose. Ich weiß noch nicht was. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt toll wird oder nicht. Oh, hier so. Nicht voll knuffig. Irgendwas Schönes halt fürs Baden. Weil das ist ja eine seiner Lieblingsbeschäftigungen, eventuell. Und dann muss die natürlich auch schön aussehen, die Hose. Ist allerdings schwer bei diesem Angebot hier. Ah ja, komm, hier, Seemonster. Cool. Ja. Super gut. Arbeitsoutfit haben kleine Kinder nicht. Das ist halt einfach, weil ich im NRAS-Stylisten bin, deswegen wird mir das angezeigt, aber das funktioniert natürlich nicht. Was ist das denn für eine Hose überhaupt? Die ist ja schrecklich. Oder ich nehme dieses Teil, was ich eben... Ah, das ist ja gar nicht drin. Ach doch, da ist es. Nehme ich das als Outdoor-Outfit vielleicht sogar, weil eigentlich ist das ja mit Jacke und allem... Eigentlich wäre das richtig cool als Outdoor-Outfit. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das her habe. Keinen blassen Schimmer. Sind die Sternchen auf der Hose drauf oder auf den Schuhen? Ich kann das gerade nicht einschätzen. Die sind auf der Hose drauf. Immer. Das ist jetzt nicht so geil. Warum hat man da so fette Sternchen auf der Hose? Oh, die kann ich offensichtlich auch nicht loswerden. Das ist schade. Weil das sieht ein bisschen albern aus. Ah, okay. Ja, warum nicht? Ich meine, alberne Sternchen auf der Hose. Yes. Richtig gut. Du bekommst ein paar schöne dunkelblaue Handschuhe. So, sehr schön. Ich weiß nicht, diese weiße Streifen sind mir auch albern, oder? Nehmen wir den mal. Hellschwarz. Ha. Das ist so lustig. Hellschwarz. Der Wahnsinn. Die Hose. Ist. Keine Ahnung. Mir fehlt. Sieht das hier schon ganz gut aus, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß ja nicht, ich würde halt gerne dieses Muster hier. Warte mal, ich speichere das mal kurz ab. Pack das woanders hin. Ich mag diese Schneeflocken in der Mitte nicht so. So. Dann kann die Hose auch so bleiben. Das wird ein grüner Pullover. Der grün-graue Streifen. Ja, so ungefähr. So, und dann hier, was ist das denn überhaupt?
Das ist irgendwas drunter, oder? Fast wie so ein Hemd. Ja, dann kann das Hemd auch ruhig so hellblau bleiben. Ist irgendwie ein eigenartiges, also irgendwie eigenartige Kleidung. Aber das ist Absicht. Ich meine, das ist ein kleiner Junge. Und wenn der sich so anziehen will und Sophia ist da ja sehr liberal, was das angeht. Der Junge kann sich so anziehen, wie er möchte. Dann soll er das tun. Und es sieht ja irgendwie auch süß aus und bunt und lustig. Haben wir vielleicht noch irgendeine schöne Mütze oder so, die er im Winter anziehen kann? Die hier, entweder die oder die. Diese eigentlich aus Prinzip besser. Haben wir hier noch irgendwas Süßes? Ich meine, ich könnte ihm auch die anziehen. Ah! Die ist so knuffig, aber irgendwie nicht. Nee. Dann lieber die. Das sieht ja so albern aus, irgendwie auch. Ich weiß nicht. Und die muss jetzt gepunktet sein, sonst geht das nicht. Richtig schön blau. Die haben wir zusammen mit den Handschuhen gekauft. Deswegen haben die ein gleiches Blau. Wunderschön. Ja, das war's dann auch schon für unseren kleinen lieben Julian. Ja, und dann würde ich mich für diese Folge von euch verabschieden und dann machen wir hier an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Keine Sorge, das Kind hat mittlerweile normale Augen. Ich kann euch das noch mal zeigen, wie es jetzt aussieht. Also ich meine, es sind immer noch irgendwie creepy Augen, aber es ist nicht mehr irgendwie verschoben, sondern es ist im Auge drin, dass es gruselig aussieht. Und ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, Sophia guckt jetzt nicht weniger gruselig. Also es ist ein Bild für die, also nicht für die Götter, sondern eher für die Teufel. Ich weiß nicht, es sieht irgendwie echt gruselig aus, wie die hier alle so aussehen. Ja, und dann machen wir wie gesagt, in der nächsten Folge weiter und spielen mit unserer kleinen süßen neuen Amelie in ihrem eigenen Zimmer und mit Julian in seinem. Und ja, bis dahin noch einen schönen restlichen Tag. Ciao.